Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, in den letzten Folgen von Dragon Age Inquisition habe ich euch ja schon gesagt, dass ich mal auf was bisschen Härteres zurückgreifen möchte. Und das ist jetzt Atomic Heart. Ist ja ziemlich neu noch auf dem Markt. Und das ist im Xbox Game Pass Ultimate mit drin für 13 Euro im Monat. Wir haben heute immer noch den 10. April, 19.46 Uhr. Und in 2 Tagen kommt auch in Xbox Game Pass Ultimate Ghostwire Tokyo mit rein. Also das sind schon beides jetzt hier richtig geile Blockbuster. Ja, die Flatrate kann ich euch sehr empfehlen. So, ich habe mir noch nicht viel über das Spiel angeguckt, aber wollen wir sehen. Also ich habe einen ziemlich potenten Rechner und das sollte... Ich zeige es euch mal. Wieder 1440p. Höher gehe ich nicht. Um auch die Grafikkarte zu schonen und Stromverbrauch zu schonen, und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu 1080p. Und wir haben Qualität auf alles auf Max. Also fast alles. Das ist jetzt hier von AMD. Ich habe einen reinen AMD-Rechner. Ich habe den 5600X Prozessor seit einem Jahr, der reicht aber auch. Das ist ein 6-Kerner, aber ein 8-Kerner würde jetzt nicht viel ausmachen, oder ein 16-Kerner. Das ist wirklich so. Ich habe mich, bevor ich den PC früher gekauft habe, über 2 Wochen intensiv mit YouTube-Videos beschäftigt. Ich habe jetzt, ich hatte früher die MSI 6800 XT. Dann ist bei uns hier direkt im Haus ein Blitz eingeschlagen. Und alles, was am Strom dran war, ist kaputt gegangen. Und ja, ich habe aber Hausratsversicherung. Und da habe ich alles wieder zurückbekommen und sogar noch mehr Kohle zurückbekommen. Ich habe jetzt kein Philips-Fernseher mehr, sondern einen Samsung. Ein QLED. Und von der 6800 auf die 6900 Red Devil Ultimate. Also das ist wohl die schnellste 6900. Es gibt ja auch noch 6950, aber die Ultimate wird auch daran kommen. Gut, alles klar. Das dazu. Wollen wir mal reingehen? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel und gute Unterhaltung. Aha. So, friedliches Atom. Wir heißen dich herzlich zu einer lockeren Erkundungstour durch Anlage 3826 willkommen, Genosse. Spektakuläre und rasante Schlachten mit Robotern werden dich auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht zu lange von der Geschichte abhalten. Natürlich musst du immer noch kämpfen, aber einheizen wird dir ausschließlich die Handlung. Das reicht. Also ich möchte meistens immer am leichtesten haben. Das ist schwarz-weiß, ne? Das Bild ist auch geil. Kannst die Füße entspannt hochlegen, ne? Ja, gut, machen wir. So. Zack. Bin ich echt mal gespannt. Maus muss mal weg da. So. So. Na komm. Ganz weg. Schön hier. Positive Energie. Der Chelomei-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Hanshu. Ich war hier schon mal. Rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren.
Meeresplattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Moment. Ja, danke. Ich wusste erst nicht, wie man das wählt, aber das macht ja nichts. Kriegen wir noch raus. Kann ich ins Wasser schmeißen, dann wird der Roboter sauer. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Was für ein schöner Tag. Was ist mit deinen Hoverrobotern los? Die drehen ja durch. Was hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so. Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden. Aber sieh nur, was sie getan haben. Wer macht Platz? Ich richte das. Wir halten hier woanders, wa? Vielen Dank. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon. Macht schon. Mensch, du hast's geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. Ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Erreiche den Park. Aber die Empfindlichkeit, die ist mir noch ein bisschen zu stark. Gameplay. Na gut. So. Empfindlichkeit. So. So. Gucken. Ja, so gefällt mir das schon besser. Wenn wir einen Kampf nachher sehen, werden wir sehen. Läuft butterweich. Was ist das? Na gut, nach oben und unten ist richtig. Es ist jetzt wie gesagt. Ups. Es ist jetzt wie gesagt der Erststart. Empfindlichkeit. Das ist, die muss ein bisschen mehr auf 30. 0,3. So. Leben der Manager von Anlage 38, ja. So ist optimal. Zu spät. Danke, Gerät. Verbindet euch
nicht zu spät. Ich hatte gestern meine Polymerbehandlung. Das Lichtbohren ist unsere Geschichte. Ja, genau so. Bitte lächeln. Das ist ja wie eine Siegesparade. Genossen, Bewohner und Besucher von Babylon. Um an einer Führung teilzunehmen. Moment. Die Geschichte von Anlage 28-26 und ihren großartigen Entdeckungen zollt den Kriegs so. Auf euren Respekt. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China, natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. In der Tat. China, ne? Da ist der Great Reset schon fast Realität. Nichts besitzen und immer glücklich sein. Ja, Grafik ist ja wohl Bombe, ne? Sieht lecker aus. So. Genossen, der Tag wird kommen, an dem alle Planeten des Sonnensystems eine künstliche Atmosphäre haben, die für Menschen... Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt, die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich! Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Genosse Sechenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Blaue oder rote Pille, ne? Ich habe die rote genommen. Du hast jetzt deinen Handschuh um die Scannerfunktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Siehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Rechter Button und halte rechten Button dann gedrückt. Hinfort, Dämon! Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast?
Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Genossen, in Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Setchenov, dem Generaldirektor von 3826. Alter. Oh. Gleich Schritt Marsch und ich würde mal sagen, das sind alles Roboter. Guten Tag, Genossen. Ich bin Dmitri Setchenov. Und oh, das ist aus. Wir stehen vor dem Beginn des größten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Wir treten noch einen unglaublichen Augenblick in unserer Evolution, der die Welt, wie wir sie kennen, grundlegend verändern wird. Melde dich am Empfang dieses Hochhauses, Genosse Major. Du wirst dort erwartet. Seht euch an, wie sich unsere geliebte Sowjetunion in den letzten Jahrzehnten verwandelt hat. Durch meine Erfindung der Neuropolymere und den Prozess der mimetischen Adaption können wir eine weltweite, alles umfassende Version des Netzwerks Kollektiv 2.0. Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Setchenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Alter. Alles dieselben Bilder oder alles verschiedene? Ich liebe es hier. Egal, wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Einen schönen Ausblick. Euer Potenzial ist grenzenlos. Eine Ansprache in einer Minute lang. Nochmal eine Flippe machen. Gute Spiele genießen. Guten Kaffee genießen. Und gute Zigaretten genießen. Einfach nur genießen. Sämtliche Kommunikation zwischen Gehirn und eurem persönlichen Gedankengerät wird ermöglicht über eine winzige Neuropolymer-Injektion in einem Polymerisationszentrum. Wo ihr euer Gedankengerät erhaltet. In fünf Minuten. In nur fünf Minuten werdet ihr zur Zukunft. Genosse, Bürger der großen Sowjetunion, unterziehe dich wie alle noch heute der Polymerisation. Das nenne ich mal Stil. Alter. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Abgesehen von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Geht klar. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Das ist so riesengroß, dass da eine Boeing reinpasst. Das ist eine Concorde hier aus Frankreich. Müssen wir jetzt hier hinten durch oder wieder zurück? Steig in die Turbine.
glaube, müssen wir zurück, wie sie irgendwie gesagt hat, ne? Ja. Ach, hier rein oder was? Mal sehen. Downstairs. Sechenov hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Das ist mal ein Auto. Das hat wahrscheinlich auch einen Spannungsmotor, oder? Klar, eine grundsolide Kiste. Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Technik kommt neu. Das ist ein Spritfresser. Bald laufen sie alle mit Elektrizität. Das ist die Zukunft. Bitte den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ach, wie kriege ich denn hier einen Sender rein? Die Enthüllung von Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion... Wir haben genug Gedankegeräte. Es wird keine Engpässe geben, kommentierte der Volksdeputierte Schaltschinow die wachsende Sorge in der Stadt Osjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Schon viel besser. Hoho. Geil. Wie ich sehe, hast du endlich mit deiner Mission begonnen. Und es ist nicht mal eine Stunde vergangen. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Was hast du da gesagt? Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. War das eben nicht ein wenig zu viel? Nein. Warum überrascht mich diese Antwort nicht im Geringsten? Weil ich keinerlei Respekt für Arschkriecher habe. Gibt es denn überhaupt jemanden, vor dem du Respekt hast? Natürlich. Ich respektiere Dr. Sechenov, weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht? Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen?
Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Oder fliegende Kühe? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich habe einen Vorschlag, Major. Du konzentrierst dich auf deine Mission und ich übernehme das Denken. Halt die Klappe, Hanshu. Ich versuche zuzuhören. Gibt es hier denn etwas, das du noch nicht gesehen hast? Ich bin noch nie hier gewesen, also Ruhe. Was? Wie kann das sein? Weiß ich nicht, verdammt. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, tut mir leid. Der Audioguide von Anlage 3826. Wir werden in Kürze unser Ziel erreichen. Voraussichtliche Landezeit 11.47 Uhr. Außentemperatur 26 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise. Du kannst jetzt die Soyuz-Granitbrücke über dem Lasursee und zwei Testgelände der Anlage sehen, WDNH und Sachalin. Sie sind durch die Magnetschwebezüge verbunden, die Maglev-Bahn. Diese Technologie wurde von der Chelomei-Konzeptabteilung entwickelt und war ein persönliches Projekt von Dr. Lebedjansky. Du kannst jetzt den Betrieb einer automatisierten Fabrik sehen. Hier nehmen Roboter Montagearbeiten vor und liefern Maschinenteile aus, die von den verschiedenen Komplexen der Anlage angefordert wurden. Die Fabrik wird von einem Kollektiv 1.0-Knoten ferngesteuert und kann pro Stunde hunderte von Aufträgen autonom erfüllen. Darunter befinden sich Dr. Sechenovs Rechenzentrum, die Funkzentrale und der Steuerungsnexus für diesen Netzwerkknoten. Wir überfliegen derzeit Sonnenblumen-Solarfarmen, die in der Lage sind, das gesamte WDNH mit Elektrizität zu versorgen. Du kannst auch den Freundschaftervölkerpark und die Maglev-Bahnlinien sehen. Maglev-Stationen verbinden alle Bereiche von Anlage 3826, damit das Personal andere Komplexe schnell und komfortabel erreichen kann. Wir überfliegen derzeit die majestätische Mutter-Heimat-Statue, die 1949 in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Nun nähern wir uns dem Wawilow-Komplex, wo die zahlreichen Agrarwunder von Anlage 3826 herangewachsen sind. Hier siehst du das sowjetische Sichelmonument, das von den Bildhauern Jelena Muchina und Alexander Kibalnikow entworfen und 1951 vom neuronalen Netzwerk Kollektiv 1.0 von Roboterbauarbeitern autonom errichtet wurde. Hierbei handelte es sich um die erste künstlerische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Unsere Führung nähert sich dem Ende. Anlage 3826 steht offen für neue Spezialisten aus allen Teilen unseres Landes. Du wirst davon begeistert sein, in dieser Welt der bahnbrechenden Entdeckungen und wissenschaftlichen Errungenschaften zu arbeiten. Zu Ehren der Kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes. Macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Bitte was töte deinen Sicherheitsgurt erst dann, Scheiße! Wenn die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist.
befindet sich jetzt im Labor an. Der überirdischen Nexus. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Vavilov-Komplex geleiten. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig wurden. Oh, was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Bewegt eure verrosteten Hintern! Das war sehr unhöflich von Ihnen. Der Aufzug ist betriebsbereit. Verpiss dich, Scheißteil! Unsere Fahrt wird normal fortgesetzt. Ein Droffer-Abschlepproboter wird in Kürze eine magnetische Kopplung vornehmen und uns auf dem Luftweg nach... Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Oh, hilf mir, Genosse Major! Ich falle! Was zur Hölle? Ach du Scheiße! 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 Atomic Heart. Oh, das war mal ein längeres Intro. Aber richtig toll. Mir der Schädel. Zauberer, hier ist P3. Bitte melden. Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Viktor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf die Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Gut, meine lieben Freunde, wir werden noch ein bisschen weiter zocken. Wir haben es jetzt 20.20 Uhr und ich mache heute noch ein bisschen Party so. Ja, bis 22 Uhr wegen der Nachtruhe. Ja, aber so 20 Minuten können wir noch zocken. Sonst würde ich jetzt hier schon einen Break gemacht haben, aber ja, alles klar. So, sind wir mal gespannt. Jetzt sind wir im Spiel drin. Zack. Ist das ein Huhn oder was? Hier ist auch noch ein blutiger. Oh, nee. Oh, so feindselig, ne? Schwein. Schwein, du.
Heilige Scheiße. Hey, Hanshu. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Hey du, ich komme. Alles gut da drin? Komm schon! Ich kann nicht atmen! Ja? Lass mich hier ab! Scheiße! Ach, bleib bloß weg von mir! Ach, du kennst mich mal! Verpiss dich gefälligst! Was glotzt du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Oh, das war eine böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, hab ich gemerkt. Danke für die Kein Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Wawilow-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchela! Verdammt nochmal, wir haben 30 Sekunden, beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Klappt nicht. Komm her, du Muskelpaket. Nein, 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 nein! Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, Idiot! Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nehmt dies! Fresst Scheiße und sterbt! Verdammt! Hast du das Ding her? Oh. Gib es mir! Du Geil. Nimm mal den Schlüssel, ich nehm das! Bazooka! Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen.
Verrate mir lieber mehr über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was? Ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start von Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Türventil. Da. Lieblingswaffe, aber wir haben nur einen Schuss. Die Shotgun. Pausenräume sind die sicheren Zonen des Spiels in allen. In diesen Räumen befindet sich eine manuelle Speicherstation. Machen wir nochmal eine Fluppe. Na, der Tabak ist auch nach längerer Zeit gleich auf satte 40 Cent mehr angestiegen. 40 Cent mehr kostet er jetzt. War lange auf 5,20 der schwarze Ratio. Jetzt ist er auf 4,60. So. Manuelle Speicherstation hier, ne? Speichere Daten. Oh. Ja. Haben wir schon mal 3 Schuss. Ich weiß nicht, ob das so ein Loot-Shooter ist. Hier auf. Wenn wir alles noch ausblenden. Und die Maschinen erhoben sich auf. Gefahr erkannt. Gegner können Superangriffe ausführen, die P3 umwerfen, wenn sie erfolgreich sind. Wenn ein Gegner einen Superangriff auflädt, weist Charles dich darauf hin, wann du am besten ausweichen solltest. Wenn die rote Markierung erscheint, drücke B, um auszuweichen. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch ihn. Moment.
ist erstmal die bessere Wahl. Major, es könnte nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Ist mir egal. Aha. Ja, das... Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit jetzt. Mal gucken, wie spät das jetzt ist. Na ja, gut, es ist 20.30 Uhr. So um 20.50 Uhr wollte ich anfangen. Also haben wir noch eine Viertelstunde. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarowa Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Alte Zähne, alte Hexe. Warum hast du das Ding eingeschaltet? Uns wurde befohlen, es bei deiner Ankunft einzuschalten, Genossin Murawiowa. Mein Befehl lautet, zu dokumentieren. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Und nenn mich nicht Genossin Murawiowa, für dich immer noch Oma Sina, Bürschchen. Wir dürfen dich nicht durchlassen, Genoss... Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort durch oder ich komme später wieder und dann steht sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also? Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten. So, ich glaube, haben wir alles. Ne, hier noch nicht. So, das muss ja mal reichen. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Frage ist, oh, das ist ein schwerer Angriff. Wenn man jetzt, aha, oh. So. Möchten Sie eine Tasse Tee? Setz dich, Michael. Ich muss nur meine Arbeit fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring Genosse Kolz auf eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Tee habe ich mir auch bestellt jetzt bei Edeka. Ich lasse mir das liefern. Ich sag euch am Ende der Folge noch was Wichtiges. Dranbleiben lohnt sich bei mir manchmal. Für eure Gesundheit. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Boah. Das ist Russland. Russland ist riesig. Kann ich nur sagen. Zack. So, mal gucken, aber es muss man, glaube ich, auf Dauer nicht immer alles looten, aber. Hier ist auch noch rein. Hey, ist das eine Birne?
Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet. So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chibitas, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. So. Hey, Hanshu. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. So, dann gehen wir hier mal hier rein. Nee. So, weiter geht's. Oh, der ist doch ganz stark. Aber er spielt auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und das ist, glaube ich, auch genau richtig so. Bin ja immerhin schon stolze 42. So, aber wenn man hier überall noch rein kann. Oh! Nehmen wir es auch mal auf Klo, wa? So. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurzschließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP-erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Geht nicht auf? Hier vielleicht? Nein. Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Mit dir, Soldat. Ach. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette. Ja, ja. Hör damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Larissa! Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strahl!
Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Erste Haus auf dem Mond. Moment mal, lieben Freunde, ich mache mir noch eine Fluppe mit euch. Kommt drauf an, wann das nächste Mal gespeichert wird. Aber ihr seht, das Spiel ist Bombe. Ja, also das werden wir definitiv jetzt auch weiter spielen und natürlich auch bei der Let's Playen. Für euch und für mich. Da haben wir einige Projekte. Also Dragon Age Inquisition möchte ich mit euch durchzocken. Da haben wir jetzt 33 Spielstunden. Atomic Heart werden wir jetzt zocken und auch ab dem 12. April Großweiher Tokio. So. Suche weiter nach Victor. Mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Ich glaube, dann müssen wir hier wieder raus. Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben es eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlosserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Okay. Ah! Ganz knapp. Oh, das ist schwer. Man wird immer schneller. Oh Mann, ist das heavy, Alter. Wir haben es geschafft. Es hat funktioniert. Hinter der Tür. Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Nice, Alter. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mag es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Naja, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können. Aber wähle fürs Erste Schock. Schock. Das ist Schock, ne?
Du hast etwa 50 Gramm Neuropolymer erhalten. Ich schlage vor, diese Dosis bei der liebreizenden Nora gegen eine neue Fähigkeit zu tauschen, wenn's dir nichts ausmacht. Könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr. Ja. Bombe, Alter. Das ist ja echt hammermäßig geil. So, mal gucken. So. Schwede. Ja, die nehmen wir erstmal, ne? Und Umschlag. Leider ist die Schrift ja so klein in 1440p. Aber es macht nichts. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Das ist doch wohl Baba-mäßig, Alter. Speichere Daten. So, meine lieben Freunde, es ist jetzt 20.49 Uhr. Das war doch ein geiler Abschluss. Hier geht's nachher weiter. Morgen in der nächsten Folge. Ja, meine lieben Freunde, das war die erste Folge Atomic Heart. Ich gehe mal stark davon aus, dass euch das gefallen hat, von Anfang bis Ende. Ja, das macht Lust auf mehr. Ja, gut. Dann wünsche ich euch, wie immer, ja, einen guten Start in die neue Woche, ne? Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.